Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Puraska Digilog. Ab heute geht's bergauf. Mehr dazu nach der Intro. Hallo, ich bin der Serge. Also, ab heute geht's bergauf. Aber bevor ich loslege, möchte ich noch einen speziellen Gruß loswerden. Greetings to Graham in Canada. Thank you very much for your comment. I was thrilled to read it and to know that somebody's actually reading my English subtitles. Thank you. Aber jetzt machen wir weiter auf Deutsch. Gut. Legen wir los, ich zeige euch mal, was ich bislang so alles angestellt habe. So, dann fange ich wieder auf dem linken Segment an, gemäß meinem Gleisplan. Kommt wohl hier ungefähr die erste Weiche hin. Da ist dann der Aufstieg zum Bahnhof. Und das hier alles kann weggeschnitten werden, weil unten habe ich ja schon das eine Brett ausgeschnitten und bereit gemacht. Also, dann gehen wir ans Schneiden. Und bezüglich der Gleisradien, naja, es gibt so ein paar Wunschlokomotiven von mir, die sollen einen gewissen Mindestradius haben, habe ich gelesen. Also habe ich mich für den Tracksetter entschieden. Der hat einen Radius von 304 oder 305 mm, wenn mich nicht alles täuscht. Sowas in der Größenordnung. Und meine Radien, die zeichne ich ein. Ich habe mir da auf dem Baumarkt so einen Hightech-Zirkel zugelegt. Das ist ein prima Ding, kommt so mit einer Wahnsinnsspitze, einer Spitze. Und hat sogar die beiden Radien vorgezeichnet, so den kleineren Radius von den 304 mm. Und dann nehme ich Pecos Gleislehre. Der innere Teil, oder ja, wie auch immer, dieser Teil hier, das ist so der normale Gleisabstand, so zwischen den Weichen und so. Und das hier ist ein weiterer Gleisabstand und den benutze ich im Schattenbereich für die Radien, damit sich die Waggons da beim Kurvenfahren nicht in die Quere kommen. Einfach so zur Sicherheit. Dann habe ich die Spanten eingezeichnet, ausgeschnitten. Das sind die beiden Mittelspanten, die kommen jeweils auf das eine und auf das andere Segment hin. Und diese dünnen Hölzchen, die müssen jetzt ein bisschen verstärkt werden, auf dass sie einerseits verschraubt werden können und andererseits die Platten oben halten können. Dann natürlich alles mit den Klemmen schön fixiert und zum Trocknen auf die Seite gelegt.
Die Spanten haben eine Höhe von ungefähr 8 cm. Das ist nicht viel. Aber wenn wir uns überlegen, dass die Tunnelhersteller uns ein Portal von knapp 5 cm Höhe geben, dann ist meine Durchfahrtshöhe von 7 cm nicht schlecht. So, die erste Spante ist fertig verleimt. Jetzt habe ich aber ein bisschen Angst, hier ist mir das Ganze ein bisschen dünn geraten. Da will ich noch was einfügen, um das Ganze noch ein bisschen zu verstärken, während die zweite verleimt ist und darauf wartet, ebenfalls noch verschraubt zu werden, was ich jetzt nämlich mit dieser hier mache. Einfach zur Sicherheit haue ich hier noch ein, zwei Schrauben rein, damit das Ganze auch bombensicher hält. Dann muss jetzt die Auffahrt verstärkt werden. Auf dem unteren Teil benutze ich ein Überbleibsel von dem alten Grundbrett und oben benutze ich eine etwas dickere Leiste, die dem Ganzen dann die nötige Stabilität verleiht. Glücklicherweise wird in meinem Haushalt fleißig Aerobik betrieben. So habe ich auch immer schön Gewichte zur Hand, um das Ganze dann auch zu fixieren. Und dann sind mal die ersten vier Spanten gemacht und fertig und könnten eigentlich eingebaut werden. Nur, jetzt habe ich hier den Schattenbahnhof und der hat natürlich ein Schattendasein gefristet, sprich viel Staub gesammelt und vermutlich auch noch ein paar ölige, schmutzige, fettige Stellen sonst noch angesammelt. Das muss zuerst mal geputzt werden. Ja, abgesehen vom Staubsauger benutze ich zum einen das SR24 Modellbahnöl, damit gehe ich zum einen über die Gleise drüber. Und zum Schluss gehe ich dann noch mit mit Alkohol drüber. Und dann habe ich meiner Frau den Selfie-Stick geklaut und habe mir dieses Teil hier gebastelt. Das eignet sich natürlich prima für den Schattenbahnhof nachher, wenn die Bretter drüber liegen. So kommt man eigentlich so an ziemlich alle Stellen ran. Guter Tipp. Aber nicht der Frau sagen. Ja, und nach dem ersten Durchgang sieht mein Putztuch so aus. Hat sich doch einiges zusammengetragen in der Zeit. Und auf das die Mühe nicht ganz umsonst war, decke ich das Ganze jetzt zunächst einmal ab und bewahre es davor, weiter Staub zu sammeln. So, dann geht's los. Zunächst packe ich hier mal wieder ein bisschen Weißleim drauf. Und dann kommt mein Tracksetter zum Einsatz. Thank you.
Dann werden die Gleise oder das Gleis wieder beschwert und der Trocknung überlassen. Werden wir dann zum zweiten Gleis kommen und da kommt jetzt halt eben diese Gleisabstandslehre von Peko zum Einsatz und die gibt mir dann den Abstand, den ich haben möchte zwischen den beiden Gleisen. Tja, und jetzt trocknet das Ganze so leise langsam vor sich hin. Und würde ich sagen, dann machen wir jetzt Schluss für heute. Dann sage ich Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal und vor allen Dingen bleibt gesund.